Servus, meine lieben Arcadians und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Anhyl. Im letzten Part waren wir in Azuria City. Wir haben Flavia besiegt, eine Arenaleiterin aus Höhen, die zu Gast war. Wir haben Misty besiegt, haben den Quellorden erhalten und sind jetzt hier in Orania City, wo wir jetzt die Stadt erstmal erkunden werden und mal gucken, was es so drumherum alles zu finden gibt. Weil wir haben hier unseren dritten Arenaleiter, den guten St. Lurch, also auf gut Deutsch den Major Bob, den Major Bob. Ich sage immer Major, ich weiß nicht, ob es Major oder Major ausgesprochen wird, ist ja auch mir Wayne. Geht mir so richtig fett am Arsch vorbei. Jedenfalls haben wir hier die Dicta-Höhle noch zu erkunden, müssten theoretisch auf die SS Anne, um da, wenn es so wie ist, mit dem Original einen Zerschneider holen zu können. Und dann könnten wir den Arenaleiter herausfordern. Aber wir kontrollieren jetzt erstmal ein bisschen mal die Stadt. Deswegen war schon mal ein bisschen Speed-Modus hier an. So, erzähl mir was, alter Mann. In Vermilion City, ships come and go. Every day you see new and exotic faces from another parts of the world. Okay. On this beach, you can find a good variety of water-type Pokémon. This is the difference with other more desolate beaches like the one in Fuxania City, where you only find Tentacool. Okay. Sehr interessant, also in Fuxania City gibt es nur Tentara. I'm looking for a Sparrow Voltage. Waited to my Farfetch'd. This is a pretty rare Pokémon. Habe ich schon Sparrow? Warte mal, Sparrow war ein, ich glaube, Schwalbini war das, gell? Kann das sein? Da müsste ich jetzt wissen, was auf Deutsch wäre. Ach, ist auch egal. Report to Team Rocket Crime have Style Rocket, Robberies, Extortion, Vandalism. I suspect that they are hatching a catastrophic plan and looking for research to carry it out. Ja, das ist Team Rocket. Das würde mich nicht wundern, wenn die keinen bösen Plan hätten. Ich muss mal kurz mal mein Headset runterstellen. Sonst zerscheppert es mir die Ohren. My Pidgey is going to send a letter to relative in Saffron City. It should be back before tonight. I wish I could board the SSN every year and make friends all over the world. Gut, du kannst auch so Freunde auf Klasse mitmachen, also passt schon. I've bought this land to start my big urban project, which will be the first battle frontier of Kanto. Okay. If you return at some undetermined time in the future and meet a series of unpredictable random conditions, you may find it built. War das jetzt ein Foreshadowing, dass hier die Kampfarkaden sein könnten? Das fände ich natürlich jetzt affengeil. So, wenn wir schon gerade dabei sind, was gibt's hier an Pokémon? Genau dieselben wie vorher in der anderen Route. Schade. Was, ein Eviolite? Ein Eviolite? The carrier Pokémon will increase its defense and special defense if it can still evolve. Oh, ich glaube, das ist... Nein, nein, nicht wegwerfen. Ich glaube, Special Verteidigung und Angriff, das wäre natürlich saugeil für unser Tic-Tac. Ich weiß zwar nicht, ob es sich entwickeln kann, aber ich gehe mal stark von aus, weil es für mich wie so eine typische 3-Entwicklung aussieht. Das heißt, wir könnten dem sein richtiges, seine Verteidigung, die ohnehin schon so bestialisch übel ist, schon hochsteigen. Are you more into Growlithe, the puppy Pokémon, or Mew, the kitten Pokémon? Well, why choose when you have can both? They are quite common Pokémon. Ah, ja gut, okay, da hat sie recht. Warum sollte man, wenn überhaupt? Ah ja, der Pokémon-Fan-Club. Our president's favorite Pokémon is his Rapidash. He's very pampered and spoiled. When I huke my seal, he makes super cute little sounds. It's the best Pokémon in the world. Oh, da kenn ich bessere. Do you want me to check if your Pokémon is happy with you? I'm very good at it. What Pokémon do you want? Komm, wir machen mal unser Igniel. Very happy. Okay, das war's. Geil. When you see Pikachu's tail, doesn't it make you want to touch it? Gut, wenn du einen elektrischen Schock haben möchtest, dann kannst du es gerne berühren. Would you like to tell me about my favorite Pokémon, Rapidash? My Rapidash is called Lamita. She's sweet, affectionate, cutely. When you hug her, she lets out cute little whippers. In winter, I always sleep with it and it's warm me both physical and in my heart. I have this in her. Boah, Alter, also manche Werte. My three children because I want to give all my property to her as an inheritance when I die. Okay. Gut. Then it clothes. This building and all the human lives with it. I've even taken the Lamita and different parts of my body. Och nee, jetzt zieh dir hier die Hose runter, ey. Bitte nein. Look here, also here, yes. Wow, I think I've said too much. I just that people ask me about Lamita, don't stop. So, damit haben wir natürlich unseren Fahrradcoupon erhalten, wie im Originalspiel auch. Und mit diesem Fahrradcoupon könnten wir eigentlich jetzt gleich unser Fahrrad holen. Was ist hier? I think Pokémon are never good, but they can turn bad if used by an evil tweener.
okay? I'm starting a small TM business. I import them from cheap Americans and we sell them at a higher price. I have a pretty good one. Would you buy it for me for 2000 Pokédollars? Ich hab's jetzt einfach mal gekauft, weil ich einfach nicht wusste. Na gut, wir haben eh genug Cola, also von daher egal. So, da unten ist die Arena. Da können wir wahrscheinlich. Ja, das war klar. Leader Search has bought the cruiser SSN. He wanted to take a well-deserved vacation. Alte! Wow, I fished an interesting item. Do you want it? Eine Shellbell. So nice. Keine Ahnung, gucken wir uns gleich mal an. Are you going to fight Search? I wish you to try to get a good Quanta Pokémon to maximum change. Nein, mit unserem Tic-Tac haben wir schon eine sehr gute Chance. Wobei Stahl leider keinen Null-Effekt hat gegen Elektroattacken. Aber, naja. Der SSN ist ein High-Class Ship und the finest work of naval engineering I've ever witnessed. Okay. Ich frage mich ja, wo wir die Angel kriegen können, gell? There are wicked people who steal Pokémon to sell them at high price, like Team Rocket. And if they see that those Pokémon are of non-use or to tempt, they get rid of them, they make me sick, those bastards. Also, Beleidigungen werden in diesem Hack ganz groß geschrieben, zwischendrin habe ich gemerkt. So. Leader Search fought in a war with a fiery queen across the sea. He always said that we young people should approach this time of peace more. Ach so, ja, da gibt es ja die Theorie von dem großen Pokémon-Krieg. der in, X und Y, nein. Doch, in X und Y angesprochen worden ist das erste Mal, glaube ich. Boah, das müssen wir auch nicht mal spielen. It goes tens of kilometers underground. Apparently the Dicklets have such tunnels all over the world. Yeah, das ist gut. Da werden wir uns jetzt auch mal hinbegeben. Das hier ist der gute Dicta-Tunnel, unsere Freunde. Und den werden wir jetzt mal durchqueren, weil ich erstens mal wissen will, ob es da gute Pokémon gibt. Zum anderen, ob wir irgendwelche Items haben, die vergessen gehen könnten. Man muss ja schließlich mal alles mitnehmen, was geht, ne? So, Pokerad da. Okay, nur Dicta. Dictri. Aber wo die Wasser-Pokémon herkommen sollen, das ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Und ich würde mal sagen, wir wechseln mal unser. Boah, wir brauchen unbedingt ein gutes Wasser-Pokémon. Wir machen mal Kadabra jetzt mal an die Front. Ob das was zu tun hat hier mit den Dings? Komisch. Ja, da gibt es ja zwei Abzweigungen. Im Original war das nur ein gerader Weg eigentlich. Ups. Jawohl, direkt in die Trick. Geil, Alter. Geil einfach nur. So, Konfusion. Wenn wir Glück haben, können wir es fangen. Ja, zumindest eine schöne Bereicherung und vor allen Dingen gegen Major Bob ein richtig guter Game Changer. Das ist aber. Ja, und Kadabra ist voll kaputt. Okay, das ist schlecht. Nehmen wir Mortril. Aber mit Magnitude ist das eine geile Sache. So, jetzt will ich es erst recht haben. Und wenn es auch nur für den Kampf ist gegen Major Bob, das ist mir scheißegal. Aber wir brauchen einen Boden-Pokémon. Wenn wir eins gelernt haben, dann dass die Pokémon in diesem Spiel oder die Arena-Leiter total abgefuckt sind. Roost. Ah, Roost ist... Ah, geil. Roost ist, ich glaube, da lassen wir dies verlernen dadurch. Unser Aufruhr, weil ich glaube, Roost ist, glaube ich, wie heißt das auf Deutsch? Ich weiß den Namen gerade nicht, aber wir können damit unserer, wie Genesung eigentlich, unsere AP damit auffrischen. So, jetzt haben wir die Cream Team. Geil. X-Defense 2, okay. Sehr interessant. Habe ich noch ein Beleber? Ich will jetzt ungern meinen, nein, sieht leider nicht danach aus, als ob ich einen Beleber hätte. Ach, egal, was soll's. So. Gehen wir mal da hoch, ob da noch was ist. Ach, ich bereue es ein bisschen, dass ich der Trümmerer verlernt habe. Schade. Okay. So, da haben wir alles schon mal jetzt. Also müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt da hochgehen. Ich denke mal, wir kommen dann in, da müssten wir eigentlich oben an der Dings rauskommen. Im Memoria City irgendwo da oben im Eck. Es war auf dieser komischen anderen Route. Genau. So, lass mich mal schauen, ob wir hier irgendwelche Steine noch finden können. Steine. Dings. Ah, doch, wir haben einen Stein gefunden. Einen harten Stein. Geil. Ich wollte schon immer einen harten Stein haben. Das war schon immer mein Kindheitstraum. Schön. So. Ich frage mich ja, was dieses komische Vieh da unten ist, ne? Ich habe keinen Plan.
I'm looking for Kadabra. Would you trade it for my Mr. Mime? Fuck you. Nein. Oh, ich hab leider... Nein. Nein, ich hab leider Ja gedrückt. Nein, nein. Nicht mal Kadabra. Fuck. Fuck, ey. Okay, gut. Och, Mann, ach, scheiße. Oh, scheiße, ich bin so dämlich. Ich hab mein Kadabra eingetauscht. Nein, ey. Ach, gut. Jetzt, och, Mann. Okay. Das war der Fehl des Jahrtausends dieses Jahr. Was soll's. Komm, TikTok. Schauen wir mal, was weiter hier unten abgeht. Wir haben noch leider keinen Surfer, um da durchzugehen. Fuck, ey, die hat mir einfach mal Kadabra geklaut. Nein! Ach, halt's Maul und gib mir einen Kadabra, Alter. Ich hab jetzt auch keinen Bock, das Fiener mal zu fangen. Was ist ein Illuminator? Ah, Illuminator ist also im Prinzip sowas wie Blitz, oder was? Oh, cool. Also ich merke schon, die VMs, die sind, glaube ich, alle, ersetzt worden, so wie es aussieht. Ich bin ziemlich deprimiert gerade, gell? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Scheiße, geil. Scheiße, geil. So, HP ab. Boah, da ist ja wieder so ein Ding. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. So, das wird wahrscheinlich schon probieren. Doppelkampf sein. Komm, da kann Mr. Mime jetzt auch mal hier mal was machen, weil, wenn er schon da ist, dann nehmen wir den gerade mit. Fuck. It's an Alpha Nest. A very strong Pokémon lives in it. Special you sense the presence of a very powerful card Pokémon. Yeah, baby, komm, her damit. Ein Donphan? Okay. Das werden wir jetzt ganz geschickt machen hier. So, wir werden das erstmal verwirren. Und ich habe wieder mal vergessen, dass ich mal einen Speed an hatte im Kampf. Wollte ich ja bei solchen Kämpfen nicht machen. So, okay, jetzt nehmen wir mal Reflekt jetzt nochmal rein und setzen. Das ist ein Bodentyp. Metallklaue jetzt mal hinterher. Boah, scheiße. Fuck, und der Tic-Tac ist tot. Nein! Das ist jetzt natürlich schlecht. Ich habe jetzt einen sehr krassen Nachteil jetzt gegen das Tieffiege. Ja, dann nehmen wir mal unsere dreisten drei hier rein. Fuck. Hör mal, Matzlepp. Alter, das gibt's doch gar nicht. Böse. Ja, ich habe keine andere Wahl. Ich muss die Knie jetzt einsetzen und, Batterie. Fuck, Bro. Fuck, Alter. Vorteil, den wir jetzt haben, ist ja das, dass, dass unser Batterie nicht getroffen werden kann. Das ist halt gut, ne? Mit Magnitude, also mit, Intensität. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, dass wir jetzt erstmal hier am besten das Verwirren oder Sonstiges machen. Ah, super Rollout. Die Attacke ist so ätzend übel. Da kriege ich Flashbacks. Da kriege ich so ein Posttraumat, so ein PDS, aber oder so, so posttraumatische. Also diejenigen, wo wir die zweite Generation gespielt haben und gegen Whitney angetreten sind, die wissen, was ich meine, ne? So, und dasselbe Spiel wieder. Ja, und jetzt take us down. Jawoll, Baby! Okay, die Attacke ging daneben. Sehr schlecht. Setzen wir mal Metallklaue ein. Und da ist Charge. Die Verteidigung ein bisschen hochzusetzen. Alter, was hält das Vieh eigentlich aus? Oh, das tut weh jetzt. Ja, wir haben gegen ein Alpha-Pokémon verloren, meine lieben Freunde. Das war jetzt total lächerlich.
Vor allem Dinge, weil ich hier dieses verkackte Mr. Mime jetzt habe, was ich ein bisschen traurig finde jetzt. Das ärgert mich einfach nur extremst. Shit. Aber wir geben ja nicht auf, Leute. Das Vieh gehört jetzt uns. Dieses Alpha-Pokémon wird jetzt sein blaues Wunder erleben. Den werden wir jetzt so vernichten, dass es nicht mal mehr weiß, ob es ein Vampir ist oder ein Domfahren. So, perfekt. Nein, 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 ich will keinen Kampf. Ist schon blöd, dass dieses Dick da ein höheres Level hat wie unser Dings, ne? Okay, okay. Nein, 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 nein. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Ah, das hat richtig weh eben. Geil. So, perfekt. Ich töte jetzt dieses Alpha-Pokémon. Pokémon. Aber auch, ich will es aber auch aus dem Grund platt machen, weil ich weiß, dass ich diese Items da haben will. So, jetzt setzen wir erstmal dieses Trio ein. Duo, mal gucken, ob das was bringt. Warum ein Morlord? Okay, jetzt bin ich deprimiert. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich einfach nur traurig. Da setzen wir jetzt mal Bulldoze ein. Ey, leck mich doch. So, okay, okay. Machen wir jetzt erstmal die Teile, wo uns sowieso umbringen. Wo uns nichts bringen. Das Boden-Pokémon, das dürfte nicht treffen, oder? Normal. Nein, war klar. Ah, böse. Und unser Mr. Mime ist down. Aber dieses Morlord, das ist ein bisschen einfacher wie das andere Teil. Hoffe ich mal. So, setz mir dich an. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt, Alter. Einen richtigen Herzinfarkt, ey. Schlammbombe. Ey, also ich merke gerade, ich habe ein richtiges Problem mit Boden-Pokémon, echt. Da muss ich was dagegen tun. Ich brauche unbedingt ein Wasser-Pokémon als nächstes. Da werde ich auch Mr. Mime oder Dietri rausschmeißen dafür. Oder Batterien werde ich rauskicken. Da müssen wir mal gucken, wie sich entwickelt. So. Igneel. Boah, sehr gut. Der Tank ging daneben. Jetzt kann man mal ein bisschen die Genauigkeit runtersetzen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich hätte nämlich gegen das Donphan gerne gekämpft nochmal. Aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben im Leben, leider. Jawoll, unser Schick McNugget hat zerhauen. Fuck. Okay, das wird jetzt eine haarscharfe Aktion. Die sind saugefährlich, die Teile. So, Boden, Wasser. Habe ich leider nichts, was ich gegenwirken könnte. Jawohl, Verwirrung ist immer gut. Und paralysiert, das ist beides geil. Jetzt geht's nur noch, jetzt gibt's nur noch auf die Ampel, Freunde. Sehr effektiv, confused, selbst getroffen, sehr nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, so liebe ich das. Na, Dings brauchen wir momentan nicht. Alter. Ja, das haben wir gewonnen. Gott sei Dank, ey. Also das war jetzt wirklich böse. Das war einfach nur böse. Stirred Mind haben wir gewonnen. Ein Quickball. Quickball und das war's. Okay, und das Nest ist leer. Nest ist leer. Also meine Aussprache ist heute... Also ich habe eine Aussprache, als hätte ich einen Schlaganfall. Aber ansonsten alles easy. Oh, ärgert mich das jetzt. Ach komm, holen wir jetzt mal erstmal... unser Fahrrad. Das ist ja da oben. In Cerulea City. Dann können wir gleich mal unsere Pokémon jetzt halten dabei. So. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen mit diesem Team. Ey, ich habe irgendwie das Gefühl, als hätte ich mich total verkalkuliert. Aber alles gut. Ja, es gibt aber auch nichts Interessantes zu fangen momentan. Das ist ja das Schlimme. So, wo ist der verkackte Fahrradladen, Freunde? Bikeshop. Hier werden sie beschissen mit Preisen. Ich will hier nicht reisen, ich möchte das... Genau. Do you have a bike future? Well, my bikes are not supposed to be
for sale. But it looked like a genuine legal watch. Alright, take a bike, aber before I regret it. Sehr nice. So, haben wir unser Fahrrad jetzt auch erhalten. Also wieder ab zurück nach Orania City, Freunde. Wir werden nämlich als nächstes die SN Anna, die SMSS, die SS Anna. Nein, Spaß. Also, die SS Anna besuchen. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Team, was wir hier haben, überhaupt was wird, aber ich habe zwei Elektro-Pokémon, also Lightning und Vatril. Also ich weiß nicht, was ich davon am besten. Also es wird auf jeden Fall mit unser Team noch gewechselt. Ich glaube, das Einzige, was wirklich im Team bleibt, sind wirklich am Ende unser Glutexo, unser Ignil und unser Tic-Tac. Alter Böse, ey. Das tut richtig weh. Das wird mir richtig weh tun. Boah, ich sehe es jetzt schon kommen. Top 4, der größte Fail schlechthin. Vor allen Dingen, weil ich mein Kadabra getauscht habe gegen ein Pantimos. Gegen ein Pokémon, das ich einfach nur abgrundtief gay finde. Sorry, nicht beleidigt oder so gemeint. Ich meine natürlich, ich mag das Pokémon einfach nicht. Gut. Der SSN is a cruise ship that arrives in Vermilion City once a year and that's today. So, hast du mir noch was zu erzählen? Nein. Rede mit mir. What's weak with those was blue covers still hold? Okay. Gut, also hier gibt's auch nichts mehr zu holen bei denen. Das heißt, im nächsten Part können wir uns direkt darum kümmern. Allerdings haben wir hier noch die eine Route hier. Da. Ah, ich sehe schon. Oh, da kommen wir nicht dran. Wer pflanzt denn Blumen dahin, Alter? So. Oh, die kämpfen ja. Some kid left his line. Wow, this is beautiful to you. Oh, ein Ballon, okay. One day I'll be a gym leader in Vermilion City and I'll earn a good salary. Yeah. Have you entered Dicklettani? If you're attacked by Dicklett, you won't be able to run away from it. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Rettern? Ja, genau, die kämpft hier, statt sich zu bekämpfen. Okay, die möchte kämpfen. Die können wir uns im nächsten Part auseinandernehmen, nach und nach. So. Was ich jetzt auf jeden Fall gerne hätte, sind erstmal hier die Items. Puig Break. Geil, wir haben einen Stein gefunden. Nice, wieder mal. So, was haben wir hier? Ist da auch was? Oh, geil, ein Platzstein, Leute. Oh nein, nicht Wiebke. Ey, das gibt's doch gar nicht. Die war auch in Höhen. Scheiße, die hat eine Altaria, die Alte. Die wird uns richtig platt machen, ey. Aber soll ich euch mal was sagen? Das geht mir gerade voll am Arsch vorbei. Wir haben ein Vatril und ein Lightning. Das könnten wir eigentlich richtig gut gewinnen. So, ich weiß genau, ich krieg wieder die Fresse voll, aber das wird richtig lustig jetzt. Hehehehe, how cute. Kids are playing Pokémon Trainer. I wonder how many of them will be encouraged to get badges in the future. You don't seem to be much of a novice yourself. Fancy a little battle here and now. Also Leute, ich habe die Vermutung, ich glaube, ich liege nicht falsch damit, wenn ich das Gefühl habe, dass wahrscheinlich jede Arena-Leiter hier einmal vorkommen wird, soweit. Beziehungsweise die meisten, also nicht alle, aber wirklich fast die meisten. Und wenn alle, dann geil, aber naja, gut, komm. Jetzt geht's los, Wiebke. Jetzt gibt's Feuer. Das ist die Rache für die ganzen Male, wo du mich mit der Altaria geklatscht hast. So, die setzen Tropius ein. Das ist nice. Das ist Flug und Gras. Machen wir erstmal das hier. Ah, ja, klasse. Nicht sehr effektiv, gell? Aha. So, Jansperre. Okay, Vatril ist tot. Das ist schön. Das ist wunderschön. Dann setzen wir eigentlich gleich mal unser Lightning ein. Dürfte eigentlich eine recht geile Runde werden jetzt. Friss das! Tropenkick. Okay. Sauber. Ah, ich sehe schon, es gibt wieder so eine richtig böse Runde gegen die. Okay, paralysiert, das machen wir jetzt mit Ignil, also mit unserem Glutexo. Aus dem einfachen Grund, weil es ja auch Pflanze ist. Das hauen wir jetzt einfach weg. Und tschüss. Die Wipka, Alter. Ach, die hat einen Pelipper. Oh, komm, Mr. Mime. Egal, wie scheiße du bist, aber ich will, dass du kämpfst. Kämpfe um dein Leben. Okay, das Vieh ist sauschnell. Und ist tot. Nice, Baby, nice. Schön. Ich glaube, um die werden wir uns später dann kümmern, wenn wir das jetzt verlieren. Halleluja. Was habe ich mir nur angetan damit? Hm.
Alter Schwede, wir sind gerade mal ein Level unten dran und wir kriegen voll die Fresse voll. Das ist geil, ist das. Jawohl, komm, jetzt warm anfangen, das ist das, hab ich gewonnen. Jawohl. Zumindest den Kampf. Weil da mehr Dings. Nee, ey. Mann. Ja. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Und Dick ist tot. Okay. Am Anfang hat dieses verkackte Tropius uns ganz schön zugesetzt. Und danach hat uns dieses verdammte Pelipper einfach mal vernascht. Und ich habe ein Team, das sehr gewöhnungsbedürftig ist. Ich denke mal, die Voraussetzungen sind super gut für die nächste Runde in der SSA, ne? Weiterhin durchzudrehen. Und vor allen Dingen, warum bin ich jetzt hier wieder? Ich will hier gar nicht hin. So, das heißt, Wipke ist die nächste von Höhen, der wir uns widmen werden. Neben Flavia. Ist sehr interessant. Total geil. Wird lustig. So, schön. In diesem Sinne, meine lieben Arcadians, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Anil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen Kommentar oder wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, auch gerne ein Abo da, damit die Fanbase ein bisschen weiter steigert, dass die Arcade jetzt mal so ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen. Nein, alles gut. Wenn ihr mich unterstützen wollt, seid ihr gerne herzlich eingeladen, den Arcade jetzt beizutreten. Ansonsten, ich bin euer Arcade Supreme. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Und dann gehen wir auf die SS Anne. Und werden Wipke danach wahrscheinlich voll pulverisieren. Macht's gut und ciao. Ciao.